Hey Kinder, herzlich willkommen zur Online-Kinderkirche. Stark, dass ihr dabei seid heute Morgen. Ich freue mich schon auf unseren Kindergottesdienst. Und Julia, man hat dich leider überhaupt nicht verstanden. Ich habe mich schon gewundert, warum du mich jetzt hier einfach unterbrichst. Naja, mit der Maske hat es irgendwie nicht funktioniert. Naja, aber ich habe die Maske extra an. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt, aber es herrscht bald Maskenpflicht. Überall, da wo wir einkaufen gehen oder Bahn fahren, müssen wir so eine Maske tragen. Und ich bin heute mit der Bahn gekommen und habe sie wohl vergessen auszuziehen. Entschuldigung, Kinder. Aber hast du davon gehört? Natürlich. Guck mal, ich habe auch schon eine Maske vorbereitet. Damit sehe ich richtig gut aus, oder Kinder? Was meint ihr? Gefällt's euch? Damit kann ich jetzt immer einkaufen gehen und in der Bahn fahren und ich halte mich total an die Regeln. Martin, ich glaube, du hast da was ganz falsch verstanden. Du brauchst eine Maske, die deine Nase und deinen Mund schützt. Das hilft doch gar nicht. Damit weiß nur niemand, wer du bist. Ach Mist, aber ich habe mir so viel Mühe gegeben. Montags wollte ich als Tiger gehen, dienstags als Fuchs und für Mittwoch hätte ich mir auch noch einen Affen gebastelt. Und jetzt kann ich das alles nicht gebrauchen? Nein, Martin. Kinder, und wenn ihr das genauso seht, dass er hier nur Quatsch macht, dann macht doch alle mal so. Hast du gehört? Ein ganz lautes Klatschen von vielen Kindern. Sehr gut, Kinder. Jetzt habe ich mich echt peinlich benommen. Bisschen. Also du brauchst so eine Maske. Ich habe sogar... Hast du eine für mich? Yes! Ja, eine für mich noch. Und bestimmt habe ich irgendwo noch eine. Aber die eine. Muss schon gut aussehen. Na, du magst doch Tiere. Deswegen dachte ich, Fische passen vielleicht gut. Perfekt. Yes. Die sieht cool aus. Und so eine Maske... Ist auch ziemlich lustig. Oha. Ein lustiges Gesicht. Oh, ich habe hier noch ein bisschen Probleme, meine anzuziehen, aber so, glaube ich, so sieht gut aus. Ja, genau. Oh. Und das brauchst du einfach nur. Wenn du damit einkaufen gehst oder Bahn fährst, müsste das reichen. Aber Kinder, habt ihr jetzt Lust auf Spiele? Martin, hast du Lust? Also ich habe richtig Lust. Ich würde sagen, lass uns loslegen. Unbedingt. Lasst uns Spiele spielen. So, und zwar haben wir heute zwei Spiele für euch vorbereitet. Das erste Spiel ist inspiriert worden durch die Challenge von letzter Woche, und zwar die Grimassen-Challenge. Ich habe mir nämlich immer vorgestellt, wie sehe ich aus, wenn ich in eine Zitrone beiße. Deswegen haben wir heute ein Zitronenwettessen dabei, was ich mit Tim spielen werde. Ich hoffe, ihr feuert uns an. Ihr könnt es danach auch hinterher mal spielen, falls ihr Zitronen zu Hause habt. Und schauen wir mal, wer die meisten Zitronen essen kann. Tim, bist du ready? Ja, auf jeden Fall. Zitronen, das ist meine Lieblingsspeise. Okay, wer am schnellsten? Die drei, oder wie? Ja, genau. Oh, keine Chance, ich sag's dir, Lin. Dann auf die Plätze, fertig, los! Die sind echt, du bist die Stärkste. Du bist groß, groß, groß. Du bist der Größte. Zu sauer. Du bist Gott der ganzen Welt. Der ist sofort perfekt. Du bist stark. Du bist der Stärkste. Dumpe, 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 dumpe. Dumpe, 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 dumpe. Mensch! Oh, guck mal, wenn ich noch Wasser dazu trinke, habe ich Zitronenlimonade. Richtig gut. Mm. Okay. Die Runde geht an dich, Tim. Aber wir haben noch ein zweites Spiel mitgebracht. Und da sollt ihr Kinder auch zu Hause mitraten. Es ist nämlich der Montagsmaler. Aber weil heute Sonntag ist, nennen wir es Sonntagsmaler. So. Und zwar habe ich mir zwei schwierige Begriffe ausgedacht. Und Tim sich auch. Und die werden wir heute für euch zeichnen. Ihr sollt zu Hause mitraten, Tim und ich raten auch mit. Und dann schauen wir mal, wer schneller rät. Ob es wir sind oder ihr. Okay, fängst du an, Lin? Ja, kann ich machen. Ah, okay. Lassen wir mal schauen, was war denn das? Noch sehe ich nur ein weißes Papier. Achso, du fängst ja jetzt das an. Okay. Ich fang an. Eine Straße? Nee, das ist irgendwie... Oh.
Oh, 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 was könnte das sein? Oh, warte mal, ich muss mal nachzählen. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Das werden ja immer mehr. Ich kenne sowas, das ist das sind 1000 Füße. 1000 Füßler. Du bist gut. Wow, okay. Okay, ich habe auch einen Begriff dabei, warte mal. Neues Blatt, weil sonst denkst du. Okay, ich mach was, das geht so, das hat sogar da was mit zu tun, ja, okay? Achtung, so ähnlich, ja. Ein Schuh? Ja. Ein Stiefel? Ein Schnürsenkel. Ein Schnürsenkel, genau, richtig. Hey. Ja. Hey, stellt euch mal vor, du wärst 1000 Füßler und müsstest dir 1000 Schuhe anziehen. Boah, ich meine, das ist schon wieder Abend, bevor du überhaupt fertig bist, oder? Hast du noch einen Begriff für mich? Ich habe eine gute Idee. Mal schauen, wer schneller redet, Tim oder ihr. Was könnte das sein? Ja, das könnte ein Arm sein, Arm, ne? Oder meinst du genau nur den Teil hier? Dann ist da nur der Muskel. Ah, ich sehe eine Muskelkatze! Eine Muskelkatze! Das ist, ich wusste es. Tim, denn ernst? Eine Muskelkatze? Ja, Muskelkatze, Muskelkatze. Muskelkater wäre richtig. Ah, okay. Ja, aber ganz ehrlich, das ist doch, jetzt Kinder mal ehrlich, es zieht so einen, wie heißt dieses männliche Katze? Kater. Kater. Ach so, das ist doch nicht, ja, okay. Ja. Okay, ich habe noch ein letztes Bild, ja. Ich nehme, glaube ich, den schwarzen Stift erstmal, natürlich. Das sieht man da so ein bisschen besser. Ja, klar. Okay, warte mal. Ein Hammer. Und jetzt? Eine Burg. Ach so, wie heißt denn das nochmal? Hat es in Hamburg nicht so viele, okay. Aber so an der, ich meine mal. Ein Turm, ein Leuchtturm. Ein Leuchtturm, genau, ein Leuchtturm. Yay. Okay, ey, aber ich merke ganz schön, Homeschooling-Kunst ist nicht so richtig gut. Wird echt Zeit, dass die Schule wieder losgeht und wir ein bisschen üben können, auch, oder? Glaube ich auch. Okay. Ja. Yes, Kinder, ihr wart bestimmt schneller als Lynn und Tim, aber jetzt wird es richtig spannend, denn jetzt erfahren wir, wer die Challenge gewonnen hat. Ich bin echt schon mega gespannt auf eure Fotos und wer der Sieger von unserer letzten Challenge ist. Martin, aber wie siehst du denn aus? Naja, Schuhe, Hose, ganz deine normal, Haare, oder? Ach so, meine Haare. Naja, weißt du, mein Friseur hat geschlossen wegen Corona und so sehe ich dann halt aus. Deine Haare wachsen ja ziemlich schnell, würde ich ja auch gerne. Ja, ich würde ja gerne die Haarwachs-Challenge machen. Wessen Haare am schnellsten wachsen, da würde ich garantiert gewinnen. Auf jeden Fall. Aber da hast du ja Glück, dass bald vielleicht die Friseure wieder aufmachen. Oh ja. Und dann siehst du wieder schick für die Online-Kinderkirche aus. Ich sehe doch auch so schick aus, oder Kinder, was meint ihr? Aber ich bin jetzt gespannt auf die Challenge. Okay. Wer hat die Challenge gewonnen? Du hast recht. Okay, wir dürfen nicht mehr vom Thema ablenken. Damit wir den Sieger präsentieren können, müsst ihr mal alle aufstehen. Okay, wir gehen bis in die Knie. Wir machen eine Laola-Welle und dann schauen wir, wer die Challenge gewonnen hat. Der Sieger ist Dieter. Herzlichen Glückwunsch, Dieter. Du hast einfach die genialste Grimasse geschickt. Dieter? Aber der sieht nicht mehr so aus, als ob er noch in die Kinderkirche gehört. Nein, ich habe die Null ja komplett übersehen. Da steht ja 80 Jahre, nicht 8 Jahre. Oh Mann, wie konnte mir das passieren? Dieter, ich muss mich bei dir entschuldigen. Es tut mir leid. Leider dürfen an unserer Challenge nur Kinder teilnehmen. Und mit 80 bist du ein klein bisschen zu alt. Nur ein klein bisschen. Aber du hast eine richtig coole Grimasse geschickt. Vielen Dank. Und Kinder, ihr bekommt eine zweite Chance. Regie haben wir noch? Ja, okay. Wir haben noch einen zweiten Sieger.
oder zwei sogar, zwei weitere Sieger noch in petto. Okay, dann müssen wir aber natürlich eine neue Laola-Welle machen, okay Kinder? Also macht euch nochmal bereit. Oh, yes! Herzlichen Glückwunsch, Joshua, herzlichen Glückwunsch, Luisa, ihr seid die Sieger unserer Challenge diese Woche. Ihr habt uns einfach die genialsten Grimassen geschickt. Sieht auch echt ziemlich lustig aus. Wie habt ihr das mit euren Gesichtern hinbekommen? Aber ihr habt es auf jeden Fall verdient und wir haben einen Preis für euch. Den schicken wir natürlich per Post zu und herzlichen Glückwunsch. Richtig starke Grimassen habt ihr gemacht. Aber wisst ihr, nicht nur Joshua und Luisa haben uns so geniale Grimassen geschickt. Wir haben noch mehr geniale Grimassen bekommen und davon zeigen wir euch jetzt ein paar. Hey, wie cool, da sind sogar ein paar Harburger von mir. Und mit Hund, sogar der Hund macht eine Grimasse. Ihr seid echt kreativ. Richtig witzige Grimassen haben die Kinder geschickt, oder? Echt gut, so würde ich es gar nicht hinbekommen. Ich muss sagen, die Entscheidung, wer der Sieger ist, war echt schwierig. Und vielleicht sind ein paar von euch jetzt traurig, weil sie gehofft haben, selbst zu gewinnen. Aber ich sag euch was, für euch habe ich eine neue Chance. Auch diese Woche gibt es wieder eine Challenge. Und diese Woche könnt ihr mitmachen und diese Woche könnt ihr den Sieg holen. Yes. Und zwar ganz einfach, was ihr alles dafür braucht, es ist die Liedgurgel-Challenge. Liedgurgel-Challenge? Gurgeln, das kenne ich ja nur, wenn ich Halsschmerzen habe, dann gurgel ich manchmal. Ja, du hast recht. Normalerweise gurgelt man, wenn man Halsschmerzen hat. Aber heute geht es darum, ein Lied zu gurgeln. Also ich mache einen Schluck Wasser, hab den in meinem Hals und während das Wasser noch in meinem Hals ist, singe ich ein Lied. Wie soll das denn gehen? Das zeige ich dir gleich. Wichtig ist, dass ihr Kinder das zu Hause macht. Und während ihr das macht, nehmt ihr einfach ein kleines Video auf. Und dieses Video schickt ihr uns an diese Nummer. Ihr seht sie jetzt eingeblendet und ihr werdet sie auch, während ich Julia jetzt zeige, wie das geht und euch zeige, wie das geht, die ganze Zeit sehen. Also holt euch einen Stift, holt euch einen Zettel, schreibt die Nummer auf und schickt uns per WhatsApp einfach euer Video an diese Nummer. Okay, und jetzt zeige ich es euch. Okay, ich versuche mein Bestes. Kinder, ihr müsst mir unbedingt helfen. Ich weiß nicht, ob ich das alleine schaffe. Also ich vermute ja, die Kinder werden schneller erraten haben, was ich gurgle. Ja, mal schauen. Ich trete an. Okay. Ich glaube, ein Kind hat es schon erraten. Alle meine Entchen? Sehr gut. Also du hättest ruhig ein bisschen schneller sein können. Entschuldigung, ich habe gar nicht lange rausgehört. Singen, ehrlich gesagt. Entschuldigung, aber die Kinder waren tatsächlich besser. Also ich gebe dir eine zweite Chance. Diesmal kannst du ein bisschen schneller aber sein. Aber okay? Gib dir Kinder, bitte ein bisschen mehr Mühe. Ich möchte es sofort von euch hören. Das ist nämlich relativ anstrengend. Aber ihr werdet es bestimmt viel besser machen in eurem Video. Okay. Ich mach's besser. Happy Birthday! Oh. Alles gut? Oh, gut, dass du so schnell warst. Das habt ihr richtig gut geraten. Okay, also, habt ihr mitbekommen, wie es geht? Ganz einfach. Ein Becher Wasser, eine Kamera, ihr gurgelt ein Lied, macht ein Video und schickt es uns. Wichtig ist, dass ihr es uns bis Donnerstag 14 Uhr schickt. Das seht ihr jetzt auch nochmal eingeblendet. Denn wenn ihr es uns zu spät schickt, diese Woche haben wir einige zu spät bekommen, dann können wir sie leider nicht mehr benutzen. Also schickt uns das Video bis Donnerstag 14 Uhr und schickt es uns bitte nur, wenn wir es dann auch hier in der Online-Kinderkirche allen zeigen dürfen. Und ich freue mich schon richtig auf eure witzigen Liedgurgel-Videos. Ich bin auch schon sehr gespannt und mal schauen, welchen Sieger wir dann nächste Woche krönen können. Also macht das lustigste Video und nächstes Mal schauen wir es uns dann an. Yes! Ich habe euch eine kleine Quizfrage mitgebracht. Was seht ihr auf diesem Foto? Zimmer, Tische, viele Stühle, so eine komische grüne, irgendwie das faltbare Wand. Was ist das? Ja, genau, ein Klassenzimmer. Für viele ist es schon 6 oder 8 Wochen her, dass ihr das letzte Mal in so einem Zimmer wart.
Und vielleicht ging es euch so, dass ihr es am Anfang sogar ganz cool fandet, mal zu Hause zu sein, bis 11 Uhr schlafen, dann vom Sofa aus mit dem Laptop Hausaufgaben machen. Aber irgendwie, euch fehlen vielleicht da nicht nur die Schule langsam, sondern euch fehlen auch die Freunde, der Sportverein. Ihr könnt euch nicht mehr so treffen, verabreden. Mein Telefon vibriert jetzt. Das ist jetzt natürlich echt unangenehm, so mitten in der Predigt. Das ist Marlene, meine Tochter. Ich glaube, ich sollte da mal ganz kurz rangehen. Hallo Marlene, was gibt's denn? Ich wollte nur sagen, dass wir gerade die Kinderküche angucken und es stimmt, was du erzählst. Was meinst du genau? Naja, am Anfang fand ich Homeschooling noch sehr cool, aber inzwischen finde ich es ganz schön nervig und vieles verstehe ich auch überhaupt nicht. Ja, du hast natürlich recht. Das ist echt viel schwerer, die Aufgaben zu verstehen, wenn kein Lehrer direkt daneben steht, der einem das erklären kann. Ja, ich vermisse auch meine Freunde sehr. Ich würde mich gerne wieder mit ihnen treffen und Zeit mit ihnen verbringen. Oh ja, ich kann mir echt vorstellen, dass es vielen anderen Kindern auch so geht. Ja, aber gut, ich lege jetzt auch mal wieder auf, ne? Warum das denn jetzt? Naja, wir möchten doch wissen, wie es weitergeht. Ach so, ja, stimmt, du hast recht. Okay, bis später, Marlene. Tschüss. Ja, echter Mist, ne? Viele von euch können sich nicht mehr so verabreden mit ihren Freunden oder auch vielleicht ihre Verwandte, ihre Oma, Opa nicht mehr so sehen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht euch so geht, dass ihr euch manchmal echt alleine und einsam fühlt. Wie war das eigentlich damals nach Ostern? Wir hatten ja das letzte Mal davon gehört, dass Jesus nach seinem Tod am Kreuz auferstanden war und er lebt. Aber für die Menschen war es trotzdem blöd. Sie waren jahrelang mit ihm unterwegs und auf einmal war er nicht mehr da. Er war nicht mehr unter ihnen. Sie konnten ihn nicht mehr sehen. Und ich glaube, manche wussten auch gar nicht, ob er wirklich auferstanden war. Aber lass uns mal eintauchen in die Geschichte. Zwei Männer, die zwar nicht zu seinen 12 Jüngern gehörten, aber auch mit Jesus unterwegs waren, gingen gemeinsam in Richtung Emmaus, einem Ort in der Nähe von Jerusalem. Sie waren ziemlich traurig, da Jesus nicht mehr bei ihnen war. Sie vermissten ihn. Sie dachten, sie würden ihn nie wieder sehen. Jesus, der ja so viele Wunder vollbracht hatte, konnte ihnen nun nicht mehr helfen. Und während sie so miteinander sprachen, kam Jesus selbst dazu und unterhielt sich mit ihnen. Die beiden Männer aber erkannten Jesus nicht. Jesus fragte, hey, über was redet ihr denn eigentlich? Die beiden Männer waren verwundert. Sag mal, bist du denn der Einzige, der nicht weiß, was die letzten Tage passiert ist? Die Männer erzählten davon, dass sie gehofft hatten, dass Jesus der von Gott versprochene Retter sei. Aber er wurde gefangen genommen, gekreuzigt und ist gestorben. Und nun auf einmal das. Einige der Frauen waren an seinem Grab und es war leer. Aber Jesus selbst hatten die beiden Männer seitdem noch nicht wieder gesehen. Aber Jesus, er antwortete ihnen, ihr versteht aber auch echt wenig. Und dann erzählte Jesus, wie bereits im Alten Testament, also dem ersten Teil der Bibel, sehr genau geschildert wurde, was passieren würde. Der Retter der Welt würde auf die Erde kommen und muss aber zuerst sterben und dann wieder auferstehen. Die beiden Männer hörten gespannt zu, aber sie hatten immer noch nicht gemerkt, dass es Jesus war, der zu ihnen sprach. Und Jesus wollte eigentlich weitergehen. Aber die beiden Männer baten ihn, dass er bei ihnen über Nacht bleiben würde. Und als sie dann beim Abendessen saßen, da nahm Jesus das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Und in dem Moment erkannten sie ihn. Es war Jesus. Doch im selben Moment verschwand er und sie konnten ihn nicht mehr sehen. Stopp, Tim, stopp. Lynn, was ist denn los? Das ist doch, jetzt bin ich hier mitten in meiner Geschichte und du kommst hier so rein, oder? Ich meine, ich verstehe das nicht ganz. Ich verstehe nicht, wie ist es denn heute? Sieht man Jesus denn noch? Naja, erstmal ist es so wie du deine Freunde oder so vermisst, so vermissten die Menschen damals auch Jesus.
Aber ich meine, heute ist kein weiß gekleideter Mann neben mir. Ja, okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Du hast natürlich recht. Wir können Jesus vielleicht so nicht mehr sehen. Aber er ist immer bei uns da. Als er ging, kurz bevor er in den Himmel ging, hat er uns versprochen, das steht in der Bibel, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Und auch wenn wir für ihn vielleicht nicht sehen können, wir können mit ihm reden. Ah, verstehe. Weißt du, wenn wir traurig sind, wenn wir Angst haben oder auch wenn es einfach was gibt, worüber wir uns freuen. Stimmt. Das ist auch nämlich eine sehr coole Geschichte. Immer, wenn ich Prüfungsangst habe, da bete ich zu Jesus, da rede ich mit ihm. Und dann gibt er mir so eine Zuversicht, so ein Vertrauen, dass ich das schaffen kann. Wow, also er ist dann bei dir. Er ist irgendwie bei mir. Ja, ich habe was Ähnliches erlebt. Ich war vor einigen Jahren unterwegs und mir ging es richtig schlecht. Ich war echt traurig und wusste überhaupt nicht, was so mein Leben bringt. Und dann hat Gott durch eine Bibelstelle zu mir gesprochen, dass er gute Gedanken über mich hat, dass er mich geschaffen hat, dass er immer bei mir sein wird. Also man muss Jesus gar nicht sehen, um zu verstehen, dass er bei mir ist. Ja, oder? Genau. Und um dir das nochmal zu verdeutlichen, habe ich dir noch einen kleinen Zaubertrick mitgebracht. Und Kinder, ihr könnt den ganz einfach zu Hause nachmachen. Alles, was ihr dafür benötigt, ist eine Münze, ein Glas Wasser und noch ein bisschen Wasser drauf. Okay. Wollen wir uns den mal gemeinsam angucken? Ja, gerne. Okay. Ihr nehmt die Münze. Und dann stellt ihr ein Glas, ein Wasserglas drauf, ein leeres erstmal. Und du siehst, die Münze ist da. Ja, ich sehe die Münze. Genau. Jetzt aber schüttet ihr Wasser in das Glas. Und was passiert? Die Münze ist weg. Ja, ist sie denn wirklich weg oder kannst du die nur nicht mehr sehen? Die ist weg. Nein, sie ist immer noch da, auch wenn du sie nicht sehen kannst. Ach, da ist die ja. Jetzt verstehe ich's. Jetzt verstehe ich es richtig. Das heißt, Jesus ist immer da, auch wenn ich ihn nicht sehen kann. Genau. Und damit du daran denkst, hier diese kleine Münze für dich, okay? Danke sehr. Okay. Lynn, ich würde zum Abschluss noch beten. Betest okay. du mit? Okay. Ja, gerne. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du immer bei uns bist und nie von unserer Seite weichst. Und gerade in diesen verrückten Zeiten rund um Corona, wo uns vielleicht Freunde fehlen, Verwandte fehlen, wo wir uns vielleicht auch Sorgen machen, ist es so gut zu wissen, dass du an unserer Seite stehst und für uns da bist. Dafür danke ich dir. Amen. Amen. Jesus ist immer bei uns. Egal, ob wir nach rechts gehen, ob wir nach links gehen, egal, ob wir auf der Toilette sitzen oder im Wohnzimmer, egal, ob wir im Bett sind oder uns unterm Bett verstecken, er ist immer bei uns. Yes, sehr cool. Martin, warum hast du jetzt kurze Haare? Hat Matthias, unser Pastor, die gerade die Haare geschnitten, oder? Er meinte, ich kann so einfach nicht auf die Bühne gehen. Okay. Also er meinte, das würde nicht, das geht einfach nicht. Er hat die Schere rausgeholt. So siehst du besser aus. Ja? Aber was ich lustig finde, du und deine Haare. Erinnert ihr euch noch an die Corona-Frisur? Ich fand die mega lustig. Und ich glaube, ich werde ein Foto ausdrucken. Und bei deinem nächsten Geburtstag schicke ich dir das als Karte, weil ich es super lustig fand. Oh, einige sehe ich gerade, die schütteln gerade den Kopf. Ihr habt es nicht gesehen. Macht nichts. Wir stellen unsere Kinderkirchen-Online-Videos jetzt auch auf YouTube hoch. Das heißt, wenn du eine Folge verpasst hast, darfst du einfach auf YouTube nachgucken und guckt euch unbedingt die Folge an, wo Martin eine Corona-Frisur hat. Sieht mega lustig aus. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen peinlich, dann sind ja meine Haare von heute auch auf YouTube. Ja, aber jetzt siehst du ja gut aus. Oha, was ist, wenn die Kinder das ihren Freunden zeigen? Dann lachen die über mich. Selber schuld. Puh, ich glaube, ich muss in Zukunft ein bisschen besser aufpassen, wie ich hier auf die Bühne komme. Ja, und das Peinliche ist, erinnerst du dich, bei dem Video haben wir uns gestritten und jetzt werden alle Menschen sehen, dass wir uns hier auf der Bühne gestritten haben. Oh Mann. Aber jetzt verstehen wir uns also, gut. Wir haben es wieder vertragen. Ja, ja. Es tut mir leid. Ah, okay.
Luft-High Five. Ich würde sagen, Kinder, es ist Zeit, dass wir jetzt alle mal ein bisschen in Bewegung kommen, okay? Wir haben jetzt zugeschaut, wir haben was richtig Geniales gehört, wir haben Spiele gespielt, aber die konnte man heute auch im Sitzen spielen. Aber jetzt ist es Zeit für Action, deswegen steht doch mal auf und macht euch ein bisschen locker, okay? Lockert mal erst euer rechtes Bein. Okay, ich sehe, einige sitzen noch. Geht nicht. Rechtes Bein lockern. Okay, linkes Bein, rechter Arm, linker Arm und jetzt noch den Mund lockern. Okay, ich bin bereit. Du auch? Dann können wir loslegen. Wir wollen jetzt gemeinsam ein Lied singen und dazu tanzen. Und wir tun das, weil wir überzeugt sind, dass Jesus immer bei uns ist. Auf Schritt und Tritt an deiner Seite ist. Das ist Jesus. Rechts und links, jeden Schritt vor zurück gehst du mit. Rechts und links, jeden Schritt vor zurück gehst du mit. Ich geh mit dir jeden Schritt, du kommst überall hin mit. Rechts und links und vor zurück, du bist da. Du kommst überall hin mit, rechts und links und vor zurück. Du bist da, du bist mein Glück. Jesus, danke, dass du immer bei uns bist, dass wir immer mit dir reden können. Das ist genial. Kinder, lass uns gemeinsam rappen. Jeden Tag mit dir bin ich nicht allein. Werde ich mit dir reden, du wirst bei mir sein. Ohne dich nicht leben, das ist für mich klar. Meine Ziel zu geben, ich bin für dich da. Geh mit dir jeden Schritt, du kommst überall hin mit. Rechts und links und vor zurück. Du bist da, du bist mein Glück. Ich geh mit dir jeden Schritt, du kommst überall hin mit. Rechts und links und vor zurück. Hey Kinder, macht euch bereit. Rechts und links. Gleich wird's schnell. Und links und immer schneller, Kinder! Rechts und links und vor zurück und rechts und links und vor zurück und rechts und links und vor zurück und rechts und links und vor zurück. Wow. Am Ende warst du schnell. Ich war nicht darauf vorbereitet. Das war ganz schön schnell. Huh, wie kriegt ihr das immer wieder hin? Danke, liebe Kinder. Danke, liebe Kinderkirche. Es macht wirklich immer Spaß mit euch. Und Kinder, bleibt dran. Ein Song haben wir noch. Also bereitet euch vor, auch liebe Eltern, herzlich willkommen hier bei unserem Livestream in der Elim Mundsburg. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und ja dabei seid. Ich arbeite in einer Grundschule und ich vermisse meine Kinder total, wirklich. Ich habe sie schon wochenlang nicht gesehen und ihr habt das Glück, ihr dürft 24.0 mit euren Kindern zu Hause sein und sie einfach haben. Ich würde gern tauschen oder vielleicht doch nicht. Aber deswegen liebe ich einfach, wenn wir hier zusammenkommen können mit der Kinderkirche, mit euch Kindern. Es ist schön, dass ihr da seid. Und wir wollen noch einen Song zusammen machen und es ist ein richtig cooler Song. Denn wenn ich so auf meine Kinder schaue in der Grundschule, die haben so ein Vertrauen, die sorgen sich nicht, wie wird's morgen sein, werde ich was zu essen haben oder
Hat Mama genug eingekauft? Haben wir Klopapier? Nein, die gehen ganz zuversichtlich nach Hause und wissen, alles ist gut. Und das ist richtig cool. Deswegen lasst uns gemeinsam, wirklich ihr Eltern auch, lasst uns gemeinsam aufstehen, lasst uns nochmal dieses Lied zusammen singen, zusammen tanzen und mit diesem Kinderherz, was diese Kinder wirklich, ja, diese Einstellung, die sie haben, zusammen singen und ja, du auch, leg deinen Kaffee zur Seite, steh auf und mach mit. Das nächste Lied ist einer meiner Lieblingslieder. Es ist sehr sportlich, also tief durchatmen und ihr müsst richtig hoch springen, okay? Also wir klatschen uns auf die Beine und springen richtig hoch, wer am höchsten springen kann, okay? Bist du bereit? Dann lasst uns gerne mit dem Lobpreis starten. Langsam ready machen. Jetzt. Und los. Yeah. Und wir sind stark. Wer ist der Stärkste? Du bist groß, groß, groß. Du bist der Größte. Du bist Gott der ganzen Welt. Dessen Wort nie verfällt. Du bist stark. Du bist der Stärkste. Und wieder stark. Hey. Stark, stark, stark. Du bist der Stärkste. Wer ist stärker von euch allen? Du bist groß, groß, groß. Du bist der Größte. Du bist Gott der ganzen Welt. Dessen Wort nie verfällt. Stark, du bist der Stärkste. Und jetzt wer fliegen wir wie ein Adler durch das ganze Wohnzimmer. Macht euch ready und fliegt. Und ich flieg, 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 flieg wie ein Adler, weil ich die Traum. Und fliegt in die Küche. Ich bin stark, stark, stark. Ich sehe einige Richtung Toilette. Kommt wieder zurück. Du bist groß, 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 du bist der Größte. Du bist Gott der ganzen Welt, dessen Wort nie verfällt. Du bist stark, du bist der Stärkste. Wer die und alle wieder ready machen. Neue Kraft. Los geht's, Flüge breit. Wir fliegen wieder. Und ich flieg, 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 flieg wie ein Adler. Weil ich tief trau, flieg wie ein Adler. Ich bin stark. Und ich flieg, 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 stopp. Und ich flieg, 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 und alle auf ein Bein. Flieg, flieg, stopp. Und wer schafft deine Hand, stopp? Flieg, 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 stopp. Ich nicht. Und ich flieg, flieg, ganz leise. Flieg wie ein Adler. Ganz kleine Babyadler. Flieg wie ein Adler. Ich bin stark, stark, stark. Willkommen neue Kraft. Weil ich dir vertraue. Wir vertrauen dir und dein Gott vertrauen wir. Sehr gut gemacht, Kinder. Vielen, vielen Dank, liebe Kinderkirche. Es war schön mit euch.